Moin Leute, nach Köln ist vor Bielefeld. Es ist wieder eine gute Möglichkeit für Werder, sich von unten abzusetzen. Wie im letzten Spiel fast schon zu erwarten war gegen die Kölner. Man hat die Frankfurt-Leistung leider nicht bestätigt, ist nicht gut ins Spiel gekommen, hat am Ende auch nicht mehr als einen Punkt verdient. Wenn man sich jetzt rein auf das Sportliche bezieht, trotzdem gab es den Aufreger mit der Pavlenka-Situation, Foul oder kein Foul. Auch in meinen Augen ist es natürlich eine aktive Armbewegung in den Armen von Pavlenka. Weil das Ding aber auch schon tot diskutiert wurde und sehr kontrovers auch diskutiert wurde, ist es etwas, was uns in einer englischen Woche jetzt nicht mehr tangieren sollte, sondern der volle Fokus sollte jetzt den Bielefeldern gelten. Und auch da gilt, wie ich eingangs schon erwähnt habe, es ist eine Chance. Es ist halt wirklich wieder ein Gegner, den man schlagen kann, wenn Werder einen guten Tag erwischt. Den muss man aber erwischen, man muss es wollen, man muss spielerisch wieder ein bisschen mehr Akzente setzen. Und was ich auch glaube, was Kofeld gegen die Kölner falsch gemacht hat, da springe ich jetzt einmal zum Ausblick auf das Köln-Spiel. Ich glaube, es ist halt einfach nicht gut in der derzeitigen Bremer Mannschaft, Kreativität im Mittelfeld auf der Bank zu lassen von Anfang an. Wie haben wir es nämlich gelöst gegen die Kölner? Da haben wir Füllkrug und Sargent und Raschica aufgestellt in die Startelf und haben einen Romano Schmid auf die Bank gesetzt und hatten dadurch wirklich gar keine Kreativität im Mittelfeld, wirklich gar kein Aufbauspiel. Und das hat den Kölnern wirklich, die unsererseits dann auch uns ein bisschen überrascht haben. Dadurch, dass sie nämlich mit einer etwas höher stehenden Taktik agiert haben und auch nur mit 4 Leuten in der Defensive, da muss man halt einfach auch sagen, da hat Bremen lange den Zugriff nicht drauf gekriegt. Was heißt lange? Eigentlich im ganzen Spiel nicht so richtig. Am Anfang hatte man ein paar gute Szenen, hatte in der zweiten Hälfte theoretisch auch 1-2 gute Kontermöglichkeiten, aber die hat man nicht ausgespielt. Am Ende, wie gesagt, leistungsgerecht mindestens für die Kölner, die eigentlich auch wirklich, was den Ballbesitz angeht, was auch wirklich die gespielten Pässe angeht und auch wirklich diesen optischen Eindruck angeht, mehr vom Spiel hatten und sich diesen Punkt verdient haben. Über die Art und Weise des Tores lässt sich aber nach wie vor streiten. Deswegen stellt sich jetzt die Frage, wie machen wir es gegen Bielefeld? Können wir Füllkrug, Sargent, Raschica von Anfang an bringen? Sind 2 Spiele in 4 Tagen in der Startelf für Füllkrug sowieso zu viel? In meinen Augen ist es eigentlich eine Möglichkeit, beziehungsweise eine Möglichkeit, die ich trotzdem nochmal mit reinnehmen würde, weil ich auch glaube, so wie Köln uns im letzten Spiel überrascht hat, mit der Umkehr von der 5er zur 4er Kette, könnten wir das vielleicht auch mit den Bielefeldern machen, zugunsten unserer Offensivpower. Weil auch die Bielefelder nicht gerade dafür bekannt sind, die Feuerwerke nach vorne abzubrennen. Deswegen wäre es für mich auch ein legitimes Mittel, sich mal zu überlegen, hey, Bielefeld nicht vielleicht mit einer Viererkette zu bespielen und dafür das Mittelfeld ein bisschen breiter aufzustellen und dann die vorderste Front und einfach mehr Kreativität auf dem Platz zu haben. Vielleicht ist das genau jetzt ein Gegner, den man dadurch überraschen könnte und gegen den das funktionieren kann. Also wie würde ich es dann in der Aufstellung machen? Pavlenka im Tor, Augustinsson, Friedel, Toprak und Theodor Gebrselassie würden für mich die Kette bilden. Davor erstmal als Dreier-Mittelfeld aufgestellt mit Möwald, mit Maxi Eggestein und mit Romano Schmid. Und davor Sargent, Füllkrug und Raschica, wo man aber auch überlegen kann, ob sich dann halt ein Sargent wieder zurückfallen lässt, wer auf die Außen geht, wie die Außen dann zum Beispiel auch mal die Seiten tauschen. Für mich wäre Füllkrug in der Konstellation allerdings der klare Stoßstürmer in der Box. Denn man muss auch sagen, auch wenn er nicht aktuell so richtig fit ist und diese Matchpraxis hat, da hat man doch schon gesehen in der einen oder anderen Aktion, dass er mehr Gefahr in der Box ausstrahlt des Gegners. Und das würde ich mitnehmen wollen. Deswegen halt diese Art 4-3-3 erstmal angeordnet und einfach mal gucken, hey, was kann sich daraus ergeben? Vielleicht ist Bielefeld halt eben Gegner, den man so bespielen kann. Und vielleicht ist es auch irgendwas, was unserem Offensivspiel ein bisschen mehr Power gibt dann einfach. Und ich bin jetzt einfach gespannt auf eure Einschätzung, wie ihr es angehen würdet. Würdet ihr auch wieder mit Lücke und Sargent starten, einen auf der Bank lassen oder vielleicht sogar einen Raschica auf der Bank lassen? Lasst uns einfach drüber schnacken und auf ein gutes Spiel hoffen. Reingehauen, Leute!